Eine Nummer auf dem Handy speichern, das ist für die Lona Cat 09 ein Klacks, wie sie mir ja im Treff auf srfkids.ch schreibt, für ihr grosses aber überhaupt nicht. Die Kinder, ältere Leute helfen die Sachen Handy, das erfährst du in den SRF Kinder News. Hey und herzlich willkommen zu deinen SRF Kinder News. Viele ältere Leute sind ohne Handy aufgewachsen und darum ist es auch verständlich, dass es gar nicht so einfach ist, um das Teil hier zu bedienen. Du hast es vorhin gehört, die Grosse von der Lona Cat 09, sie hat Glück, weil ihre Enkelin hilft ihre Amix in Sachen Handy. Nicht jeder und jede hat aber jemanden, der hilft und darum gibt es in Zürich ein sogenanntes Handy-Café. Dort treffen sich Kinder einmal im Monat mit älteren Leuten und sie helfen ihnen eben in Sachen Handy. Wenn ich jetzt einen Namen rein tue, wo mache ich jetzt das? Einen Namen rein tue. Also wie einen neuen Kontakt erstellen. Ja. Dann müssen Sie da geben, wo Moment. Sie Lust haben. Oh. Nein, ich muss selber. Wo bin ich jetzt? Der Emil Halter ist 85, der Luan 12. Beide haben schon mal beim Handy-Café mitgemacht. Ich war das letzte Mal so da und ich habe halt gemerkt, ich kann schon gut helfen. Ihnen rufen jemanden da. Ah, das ist meins. Was ist jetzt das? Ihnen rufen jemanden da. Ja, Halter. Und es sind halt auch sehr nette Leute und ich kenne mich halt auch gut aus mit dem und ich mache es auch gerne. Bei der Handy-Nachhilfe sind Sechsklässlerinnen und Sechsklässler vom Schulhaus Wieberg-Turner mit vollem Einsatz dabei. Was für sie ganz einfach ist, kann für die älteren Leute eine rechte Herausforderung sein. Und wenn sie lang auf eine Nachricht drücken, wird sie also dunkel, oder? Ja, darf ich jetzt nochmal? Macht es nicht, wenn ich jetzt auch nochmal drauf drücke? Dunkel ja, ganz ist, langsam. Ne? Ganz also langsam. So, jetzt, so, jetzt genau. Fertig, ja. Und jetzt runter. Runterrollen, gell? So, ja. Bis sie zu der nächsten kommt. Ja. Zuerst war ich skeptisch und ich dachte, ja, es geht. Ja. Die denkt, ich sage blöde Nuss, ich kann nicht einmal das. Und so. Aber woher? Die macht das goldig. Das kann auch lustig sein, weil die haben ja auch einen anderen Einblick sozusagen vom Leben gehabt. Die haben es früher gehabt. Die haben, dort ist auch vieles anders gewesen und dort kommt man auch viel erfahren. Und so. Die Idee vom Handynachmittag kommt von der Spitex Zürich Limmat. Man hört ja immer wieder so einseitige Ansichten, Meinungen, ja, die Jungen sind so, die Älteren sind so und miteinander, das funktioniert eh nicht. Und jetzt haben wir da wirklich sehr gut können feststellen, doch, es funktioniert wirklich und ich denke, es ist auch das Bedürfnis da von beiden Seiten. Es geht an dem Nachmittag also nicht nur ums Handy, sondern auch darum, dass sich die Jungen und Älteren kennenlernen und verstehen. Es ist wieder etwas älter draussen und darum haben sich gerade auch ein Haufen Leute in meinem Umfeld angesteckt mit einem Pfnüsel oder mit einer Verkältung. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, zum eine Tablette zu schlucken, so dass es einem dann wieder etwas besser geht. Und jetzt stell dir mal vor, so etwas gibt es auch gegen Corona. Also Leute, die sich mit dem Coronavirus anstecken, könnten dann so eine Corona-Tablette schlucken und dann würde es ihnen wieder besser gehen. Forscherinnen und Forscher in der Schweiz haben jetzt etwas entdeckt, das könnte helfen. Und zwar einen speziellen Antikörper. Antikörper. Das Wort hast du sicher auch schon gehört. Antikörper sind etwas Gutes. Wenn wir Menschen uns zum Beispiel mit dem Coronavirus anstecken, bilden wir Antikörper. Die befinden sich dann in unserem Blut und bekämpfen das Virus. Forscherinnen und Forscher in Lausanne ist jetzt etwas ganz Besonderes gelungen. Sie haben das Blut von Leuten untersucht, die Corona hatten und dabei so etwas wie einen super Antikörper entdeckt. Wir haben ihn bei ganz unterschiedlichen Mutationen getestet. Das Resultat, der Antikörper ist sehr erfolgreich und bekämpft alle Mutationen des Coronavirus, die wir bis jetzt kennen. Ein Antikörper, der gegen alle Virusmutationen wirkt, das hat man bis jetzt noch nicht gekannt. Die Forscherinnen und Forscher hoffen jetzt, dass man dank dem neu entdeckten Antikörper ein Medikament gegen Corona entwickeln kann. Der Infektiologe Andreas Czerny ist Experte für neue Medikamente. Er ist froh, dass der Antikörper entdeckt worden ist. Aber er findet auch, man dürfe sich nicht zu früh freuen. Weil bis jetzt ist der Antikörper
vor allem an Hamster getestet worden. Jetzt geht es darum, zu zeigen, dass der Antikörper auch im Mensch wirken und sicher ist. Und solche Studien sind sehr aufwendig und da können Kosten entstehen mit mehreren hundert Millionen Franken. Bis aus den ersten Versuchen im Labor und an Tieren ein richtiges Medikament für uns Menschen entsteht, kann es mehrere Monate oder sogar Jahre gehen. Von den Wundertabletten gegen Corona ist die Wissenschaft also noch ziemlich weit entfernt. Du und ich, wir sind beide Mensch, wir sind beide gleich viel wert. Das klingt so einfach, ist es aber leider nicht. Es gibt immer wieder Leute, die andere Leute ausschliessen, weil sie vielleicht etwas anders aussehen oder einen anderen Glauben haben. Dem sagst du Diskriminierung. Was genau dahinter steckt, das erklärt mir dir jetzt. Wir Menschen sind alle unterschiedlich. Wir sehen verschieden aus, wir denken, wir lieben und leben anders. Wir sind unterschiedlich alt oder unterschiedlich reich. Aber wir alle sind gleich viel wert und haben die gleichen Rechte. Weil das so wichtig ist, steht das ganz vorne in den Menschenrechten. Das sind die Rechte, die alle Menschen auf der Erde haben sollten. Wenn Menschen oder ganze Menschengruppen nicht gleich behandelt werden, dann ist das Diskriminierung. Wenn also eine Person einfach so wegen bestimmten Merkmalen benachteiligt oder schlecht gemacht wird. Es gibt viele Beispiele für Diskriminierung. Wenn Frauen für die genau gleiche Arbeit weniger Geld bekommen als Männer, Diskriminierung. Wenn jemand einen Job nicht bekommt, nur weil sein oder ihr Nachname fremd klingt oder er oder sie eine dunkle Hautfarbe hat, Diskriminierung. Wenn eine Rollstuhlfahrerin eine Theateraufführung nicht besuchen kann, weil es keine Rampen gibt, Diskriminierung. Wenn ein Mann einen Mann liebt oder eine Frau und sie dürfen deswegen nicht heiraten, Diskriminierung. Und wenn dein Lehrer in der Schule sagt, Mädchen können kein Mathe, dann ist auch das Diskriminierung. Menschen werden also auf ganz unterschiedliche Weise diskriminiert. Natürlich können nicht alle Menschen alle mögen, das ist ganz normal. Und es gibt viele Gesetze gegen Diskriminierung, auch bei uns in der Schweiz, und es kommen immer wieder neue dazu. Trotzdem, es kommt auf jeden und jede von uns an, sich immer wieder klarzumachen, alle Menschen sind gleich viel wert und verdienen die gleiche Behandlung. Und darum heben wir doch Sorge zueinander. Mich freut es, wenn du den Kanal SRF Kids auf YouTube abonnierst. Und jetzt sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.